Heute spielen Brox und ich die Arcade-Story. Wir müssen einfach aus der Gruselspielhalle entkommen. Es wird sehr, sehr wild. Gerne auf den Like und auf den Abo warten für mehr Stories. Und jetzt viel Spaß. Jo, yes, Kasper. Yo. Was machst du denn hier? Oh, Brox, so schön, dich zu sehen hier. Sag mal, du, ich wollte hier ein bisschen einkaufen. Hier gibt es ganz coole Sachen, die du kaufen kannst, ne? Stimmt, ich sehe es gerade. So Taschenlampen, Medikits. Taschenlampen, und so. Teddybären. Lass mal gucken, was sie hier vorne noch hat. Die hat nämlich noch so richtig krasse Waffen und sowas hier vorne unterm Tresen versteckt. Unterm Tresen? Oha, okay, ich bin gespannt. Oh, ui, stimmt, du hast recht. Guck mal, hier eine Taschenlampe. Aber warte mal, die kaufe ich mir hier erstmal. Was ist das denn? Ein dunkles Schwert? Was? Wie? Ah, da hier! Das kaufe ich mir jetzt. Was? Okay. Das sieht voll krass aus. Ja. Wozu brauchen wir das alles, Kasper? Pass auf, ich würde sagen, wir gehen hier mal in den Bus rein und dann erzähle ich dir mehr, okay? Welchen wollen wir denn? Den hier? Oh, jetzt sind wir auf so einem Trip gleich, oder was? Let's go, anscheinend. Ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Guck mal, wo wir gelandet sind, Kasper. Was ist das? Das ist irgendwie so eine Spielhalle oder sowas, ne? Irgendwie so eine. Genau, das ist, glaube ich, das Arcade-Paradies. Arcade-Paradies, so heißt das. Stimmt, cool. Meinst du, da können wir so Spiele spielen wie Pac-Man und so? Ich glaube schon, ja. Oh, das wäre ja richtig cool. Ich will spielen jetzt. Okay, lass mal gucken hier. So, was? Guck mal. Oh, komm, hier brauchst du so Tickets. Guck mal. Ah, die kosten aber 10. Die kosten immer 10 Dollar oder was? Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen spielen. Und hier kannst du dir auch. Hier gibt's Eiscreme. Oh mein Gott, ey, er steht mir im Weg. Du kannst dir hier Eiscreme kaufen. Ja, okay, toll, er steht mir im Weg. Ich gehe jetzt erstmal spielen hier. Ich spiele jetzt erstmal Automaten hier. Ich habe gerade was gekauft und dann stand mir im Weg, ich habe nichts gesehen. Wie, was hast du gekauft? Hier, kannst du rangehen und spielen. Hä, wie geht das denn? Ah, hier. Oh, toll, jetzt habe ich nicht genug Tickets. Ich mach. Runter und... Ja, ich habe ein Einhorn. Ich habe auch ein Einhorn. Guck mal. Und ich habe auch ein Kaugummi. Okay, warte mal, ich will gerade. Ich will noch mehr hier sammeln. Warte mal, was kann man denn noch so hier holen? Guck mal, man kann ja auch so ein paar Essenssachen und sowas kaufen, Kasper. Ja. Oh, guck mal, der da hinten, der sagt, dass er auf jeden Fall richtig schlecht ist in dem Spiel. Hier, Charlie sagt das, ne? Oh, das Spiel ist Bombe. Welches Spiel spielt er denn? Hier, oder? Hier an dem grünen Automaten spielt er hier. Guck mal hier. Okay, also er sagt, wir sollen anscheinend eine Challenge machen, ne? Okay. Ja, ja. Aber was für eine? Ich klicke auf den Coin. Okay, wir sollen aufs Geld drücken, auf den Coin drücken. Oh Gott. Oh Gott, was passiert hier? Coin! 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 Oh mein Gott, hier! Geldregen! Coin, Coin! Coin! Nicht auf die Bomben, Broxo, ne? Nicht auf die Bomben drücken! Nee. Ja? Oh mein Gott, meine Reflexe! Klicken. Auf jeden, meine Reflexe sind aber gut am Start hier. Bam, bam, ich treffe sie alle jetzt gerade. Oh mein mehr Gott. Mehr Coins. Ich will auch mehr Coins. Mehr Coins. Oh nein, zwei verhauen. Nein. Hier. Die sind manchmal viel zu schnell. Oh mein Gott, wie viele Punkte hast du? Schon? Och Mann. Wie viele Punkte hast du? 110 Punkte. 110? Ja. Ich habe 210. Ich habe einfach mal 100 Punkte mehr als du. Ja, aber das geht gar nicht. Ich habe vielleicht nur 3 oder so verpasst. Ja, ich habe gewonnen. Was? Guck mal, Konfetti. Jetzt kriegst du noch einen gratis Hamburger, oder was? Ich krieg einen gratis Hamburger. Oh, ich habe ihn sogar schon. Guck mal hier. Oh, guck mal, wie lecker der aussieht. Toll, ich bin müde jetzt. Ich will nach Hause. Nein. Jetzt geht es doch jetzt doch, los. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich will nicht mehr. Charlie. Na gut, ey. Wenn du unbedingt willst, dann let's go. Shh, Broxo, okay. ganz leise. Wir müssen uns rausschleichen hier unten. Komm mit. Ja, das ja, ein bisschen dabei. Ja, Mutti darf uns nicht hören. Wir müssen uns echt rausschleichen. Pass auf, da ist sie. Die Schlafwandel, pass auf. Schnell, wir müssen zur Tür. Wir haben noch 2 Sekunden Zeit. Was, wie? Das schaffen wir ja gar nicht mehr. Nein! Oh mein Gott, ich muss mir Leben kaufen. 20 Robux. Geht nicht anders. So, dann nichts passiert. Ja. Nichts alles passiert, gut, Kasper. alles komm, gut. Lass spielen, ich bin süchtig. Ich muss unbedingt wieder an die Maschine ran, ne? Ich habe echt Bock darauf. Nur weil du wieder gewonnen hast. Diesmal will ich aber gewinnen. Ui, guck mal. Alter. Wir sind schon da und hier liegt auch noch Geld auf dem Boden. Das kann ich gut gebrauchen, sag mal. Oh, ich kann mir voll viele Tickets kaufen mittlerweile. Ich habe 187 Dollar. Wir gehen hier zur. Okay, wollen wir was machen? Wollen wir wollen wir vorne rein, das Schloss knacken oder hinten rein? Ich würde sagen, wir gehen hinten rein, oder? Hinten rein, oder? Weil so, ja, ich glaub, safe. Ich gar nicht weil mal so, so wenn blöd. Wir vorne das Schloss knacken, dann sieht es vielleicht noch jemand von der Straße oder so. Weißt du, das kann das ja Ding sein. Das Ding ist, vorne ein Schloss zu knacken, da muss doch locker irgendwo Alarmanlagen drin sein. Ich meine, da ist auch Geld da drin in den Automaten. Ja, also ich sag mal, wenn hinten die Tür auf ist, dann wieso nicht? Weißt du? Ja. Guck mal hier. Das Geld nehme ich nochmal ganz mit. Ah. Das sieht doch gut aus. Nein! Oh nein. Okay, ich dachte gerade schon, das wäre eine Kamera da oben, aber das sieht nicht so aus, als ist würde die arbeiten. Ist auch eine Kamera, aber sie funktioniert nur nicht. Ja, aber die, ja, anscheinend ist sie aus, ne? Irgendwie. Oh Gott, ja! Okay. Oh Gott, es ist so dunkel, ich hole erstmal die Taschenlampe raus. Okay. Oh Gott, jetzt werde ich, mir alles holen. Warte mal, aber kann ich überhaupt spielen? Ich habe ja, kaum noch Tickets, sehe ich gerade. Der Automat! Guck ihn dir an! Der brennt! Der Automat brennt! Wow, was passiert? Hä? Was passiert hier gerade?
Wieso? Hilfe! Was ist hier? Was ist Broxo? Hä? Wo sind wir? Hallo? Kaspar? Bro, ich sehe dich, aber ich sehe alles ganz weiß. Siehst du das auch? Sind wir im Himmel? Sind wir tot? Sind wir jetzt tot? Ist das so? Vielleicht, oder? Oder wir wurden in eine andere Dimension teleportiert. Hallo, oh nein. Spieler. Wow, ihr seid insgesamt 5 Stück. Das ist ja super. Nein, wo sind wir? Wir sind in einem Videospiel? Wir sind in einem Spiel anscheinend drin, oder? Hallo, lass uns raus. Entspann dich, Charlie. Hä? Hä, woher kennt ihr seinen Namen? Ihr seid in der Welt der Spiele. Ich sammle euren Namen ein, damit wir spielen können. Okay, worüber redet der überhaupt jetzt hier? Sag mal, und vor allem, was soll das für ein Spiel sein oder für ein Automat? Entspannt euch und hört mir zu. Um hier rauszukommen, müsst ihr alle Spiele bewerkstelligen und auch alle Level erfolgreich meistern. Sonst werdet ihr sterben. Wie viele Level sind das denn überhaupt? Oh, das weiß ich auch nicht ganz genau. 3 Stück meint er eben, glaube ich, ne? Okay, 3 Stück. Okay. Was? Okay, der sagt dir, dass das voll easy ist, aber das glaube ich nicht. Okay, also wir müssen jetzt irgendwie diese Dämons oder so überleben. Das haben wir ja schon mal gespielt, glaube ich. Haben wir das schon mal gespielt? Ich weiß nicht genau. Ich gehe auf jeden Fall schon mal hier oben rauf. Ich hoffe, dass... Ja, halt bei, hörst du das? Arcade, das ist halt ein Arcade-Spiel, ne? Hörst du das? Oh Gott, da ist einer schon! Oh, der kann mir hier oben nichts. Geh hoch einfach. Ah! Hau drauf! Wir müssen auch besiegen. Oh, bam! Oh! Okay, 2 Dämonen. Oh nein, da kommen noch mehr. Ja, da kommt der nächste. Haben wir boom. Nächsten hier hinten. Boom. Komm, rauf. Boom. Oh Gott, das ist ja eine Massenkarambolage hier. Pass auf. Er steht auf dir drauf. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. So, haben wir auch. Zack. Bam. Haben wir. Zack. Nächsten. Bam. Aua, sag mal, der hat ja auch einen Säbel hier. Noch einer. Aua, der haut mich jetzt. Alter, die haut mich voll. So, okay, ich hab noch Hälfte meines Lebens. Ich hab sie alle geholt, aber... Boah, das war easy, ne, eigentlich? Ging eigentlich easy. Das war echt voll leicht, muss ich sagen. Jeder hat überlebt. Das war ganz schön krass. Aha, kannst mal sehen. Okay. Ja, hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, du blöde Maschine. Blöder Erzähler. Ja. Ah, es kribbelt schon. Wir fangen an mit dem zweiten Challenge. Okay, das ist anscheinend ein Labyrinth oder sowas, ne? Das ist ein mysteriöser Wald. Da gibt's ein Portal, das wartet auf euch. Das müsst ihr nehmen. Ihr müsst das Portal finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh nein. Ihr habt exakt 1 Minute, um das Portal zu finden. Nein. Und das Labyrinth zu überleben. Nein. Sonst was? Oder ihr werdet zu einer Steinstatue. Was? Wieso? Nein. Ihr solltet lieber jetzt anfangen zu laufen. Okay. Der Timer hat angefangen. In welche Richtung, Broxo? Ich nehme die Taschenlampe raus. Hier diesen Weg, oder? Ja, mach du den linken, ich mach den rechten. Oh, wo bist du lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Broxo? Liegt auf jeden Fall schon mal Geld. Hier ist Wasser auf dem Boden, okay. Oh, was ist das für ein Labyrinth? Wo soll das Portal sein? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, Kaspar. Ich weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin. Das ist halt ein Labyrinth, ne? Ich sehe es! Bei mir! Wo bist du denn? Ich bin geradeaus, als wir gespawnt sind, geradeaus. Ich sehe dich. Ja, komm her. Hier ist es. Oh ja, da ist das Portal. Oh mein Gott, ich hatte richtig Glück, dass ich es gesehen habe. Aber hoffentlich ist es auch an, ne? Warte mal, aber ja, das sieht an aus, alles gut. Guck mal hier. Oh ja. Das ist es doch. Und komm rein hier, Alter, wir haben das... Weil lass doch warten auf die anderen, oder? Die finden das vielleicht gar nicht. Ich bin schon drin. Oh mein Gott, wir werden einfach als Einzige überleben, ne? Was? Schaffen die anderen es nicht? Ich hab's nicht gefunden, was? Aber vielleicht gibt's mehrere die? Portale. Ah, okay, das kann auch sein, ja, aber oh mein Gott. Als wenn die es jetzt nicht schaffen, als wenn wir jetzt beide die einzigen Überlebenden sind, sag mal. Okay. Was? Ich bin gespannt, es kribbelt wieder alles. Okay, wo sind wir jetzt? Was? Hä? Okay. Hä? In irgendeinem Wald oder was? Ich mach mal lieber ein bisschen Licht an hier, ne? Muss ein bisschen heller werden. Ich auch. Okay, das ist anscheinend ein Gruseltower. Wir müssen nach ganz oben kommen und sonst gehen wir drauf. Wir dürfen nicht runterfallen. Guck mal, das ist so Jump and Run, eine Obby. Also sind quasi in einem Tower mit 4 Phasen. Wald, oh dann mein das hier, Gott, was? Als nächstes, glaube ich, so Stein oder noch irgendwas anderes. Und wenn du runterfällst, dann verbrennst du in Lava, ne? Oh mein Gott. Und das Ding ist, Gott. Wir müssen quasi schaffen, bis zur 4. Phase nach oben zu kommen. Oh mein Gott, und wir dürfen nicht frisst, runterfallen, Broxo. Oh mein Gott, okay, wann geht's los? Was ist die Zeit? Die Zeit startet jetzt! Oh mein Gott, lauf hier! Hier drüben! Hier! Heavy hier! Bei mir auch! Ja? Okay, ja, gut. Aber hier ist schwieriger! Oh Gott! Ich hab's! Okay, das ging gut! Ich sehe schon die Lava unten! Oh mein Gott, stimmt! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt darfst du nicht mehr runterfallen! Kaspar, lauf! Lass dich nicht hetzen!
Nee, ich bin schon beim Sand. Ich bin schon beim Sand. Hier hoch. Hier. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin auch beim Sand. Okay, sehr gut schon mal. Erstes Level schon mal geschafft. So. Wo müssen wir jetzt lang? Ich bin hier schon mal. Kannst du hier die Garde hochklettern? Nein. Oh mein Gott, muss ich hier die Steine? Ja, ich wusste nicht, wo lang. Hier die Steine. Okay, das sieht ja easy aus. Kommt die Lava schon unten durch? Ich bin schon beim... Oh. Nee, noch nicht ganz. Nein! Nein! Das ist noch eine Leiter, ne? Ja, ich seh's. Oh Gott, die Lava kommt schon durch! Ja, springen! Oh. Jetzt darfst du nicht mal runterfallen. Ich darf nicht in diese Trichter fallen da. Nein! Ich bin in der... Nimm die Leiter! Nein! Nimm die Leiter! Nein. Los! Oh mein Gott! Nimm die Leiter! Oh mein Gott! Ich muss mich kurz konzentrieren hier! Eine Sekunde! Ich hab's! Okay, ich muss schon selber wieder hoch, sonst hol mich die Lava gleich selber. Wo muss ich hier lang? Ich bin fast draufgegangen gerade! Wo musst du lang? Hier, okay. Oh mein Gott, das war grad so knapp, Kaspar! Alter, ich war einfach schon in der Lava drin, ne? Oh Gott! Die brennen eigentlich jetzt deine Füße, die müssen auch voll brennen. Ja, die tun übel weh, ich hab schon übel Leben verloren, ey. Ich bin halb tot! Oh Gott, wir sind schon im Schneelevel hier. Okay, sehr gut. Haben wir. Wo müssen wir lang? Hier drüben Eisblöcke, siehst du die? Genau, die Eisblöcke, ja. Okay, die Lava darf ich nicht einmal berühren, dann bist du direkt down, ne? Ja, ich weiß. So. Oh Gott, hier musst du lang. Oh mein Gott. So. Auch vorsichtig rüberspringen, Kaspar. Oh, ja, aber machbar, ne? Hier vorne. Alles so, machbar. Dann rüber. Okay, haben wir. Oh, hier liegt noch Geld. Oh geil, Gott. Auf ganz entspannt. Mitnehmen. Entspannt. Ja. So. Ja! Und. Geschafft? Ja! Ich glaube, wir haben es, oder? Geht's jetzt gleich auf? Ich glaube, wir haben es geschafft. Sehr schön. Es kribbelt. Ihr seid die ersten Spieler, die es geschafft haben. Und jetzt lasst uns nach Hause zurück. Entspannt euch. Bevor ihr abhaut, müsst ihr noch eine Sache machen. Ich muss euch noch eine Sache sagen. Ich weiß, ich habe euch gesagt, ich würde euch gehen lassen. Nein. Aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Ich lasse euch nicht gehen. Ihr seid so weit gekommen. Niemand hat es bisher geschafft bis hier. Oh mein Gott. Wie sollen wir das jetzt überleben, Kaspar? Oh. Könnt ihr mich überleben? Wow. Pass auf. Wow. Oh mein Gott, das ist irgendeine komische Kraft. Oh mein Gott, irgendeine... Wow. Alter, Blitze. Oh mein Gott, was ist für eine Energie hier auf einmal? Oh mein Gott. Du musst immer schön laufen. Ja, ich bin am Laufen. Aber wo müssen wir hin? Hilfe. Pass auf, geh nicht in diesen Kreis rein. Ah, oh Gott. Verknapp, Alter. Pass auf, was ist das denn? Hä, was ist das? Oh mein Gott. Aua. Das sind so Striche, pass auf. Das ist unheimliche Energie. Oh mein Gott, ich bin fast tot, ich bin One-Hit. Oh Gott, nein. Hey. Oh mein Gott, Brox, du überlebst, hier, komm. Kannst du dich wieder respawnen? Nur noch ein Millimeter Leben. Ich weiß, ich darf nicht drauf gehen. Oh. Hier vorne noch ein bisschen so. Oh Gott, das Kraft wieder schon knapp. Hilfe. Okay, jetzt kommen die Striche. Okay, jetzt immer schön ausweichen. Oh mein Gott. Die jagen mich! Die drehen sich immer nur in diese eine Richtung. Ja, alles entspannt. Okay, das haben wir, wir haben's. Nein! Ich bin draufgegangen. Diese Ringe. Ja, ich sag dir, die sind einfach unvorhersehbar. Oh mein Gott, die sind unvorhersehbar, die Teile. Komm, wir werden ihn überleben. Wir werden ihn absolut überleben. Hier. Rüberspringen. Ja, und... Oh Gott, aua. Das hat weh gerade. Oh Gott, vorsichtig jetzt hier. Oh, alles entspannt. Okay, jetzt kommen die Ringe wieder. Das war's mit euch. Ihr müsst sterben. Nein. Oh Gott, pass auf. Macht doch mal die letzte Kraft. Guck mal, wie viel der auf einmal macht. Oh Gott. Guck mal, der verbraucht seine ganze Energie. Der hat gleich keinen Strom mehr, ne? Wie viel Strom hat der? Pass auf. Oh, ich erkenne kaum noch was. Hol die Taschenlampe raus. Pass auf. Das muss deine letzte Energie sein. Oh mein Gott. Die letzte Kraft. Und die letzte Kraft, die er rausprügelt. Wow. Oh mein Gott, ich bin schon wieder fast tot. Und? Hä? Ja, ich glaube, wir haben es überlebt. Oder? Hä? Hast du es geschafft? Wir sind noch in der Matrix gefangen. Hallo? Hallo? Was ist gerade passiert? Ich weiß es nicht ganz genau. Sind wir jetzt frei? Können wir jetzt nach Hause? Ist es jetzt vorbei? Ist es jetzt fertig? Hä? Aber wo ist Charlie? Stimmt, den habe ich aber auch schon seit dem Parcours nicht mehr gesehen. Den Charlie. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Oh, es wird wieder hell, Brox, es wird wieder hell. Oh mein Gott. Es kribbelt. Wow. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück im Spielcenter.
Ey, wir müssen hier weg, Kaspar, bevor es vielleicht irgendwer noch kommt. Oh mein Gott, wir müssen sofort raus. Und guck mal, da steht echt Game Over drauf, ne? Also dieser Automat, der ist wirklich ein Horrorautomat. Aber was ist mit Charlie, weißt du? Gute Frage, wo hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ich habe echt keine Ahnung, wirklich. Wo habe ich ihn das letzte Mal gesehen? Ich weiß es auch nicht genau. Ja, vielleicht ist er auch einfach drauf gucken, gegangen. Wo Charlie ist. Vielleicht ist Charlie! Er irgendwie auf Toilette oder so. Hier raucht es auch voll, als würde es hier brennen oder so, ne? Aber hier war ja auch gerade... Halt echt hier so. Ist er, ich habe ihn! Hier in der Küche, beim Bazar. Oh, er Charlie? Sieht ganz schön verengt sich aus. Wie bist du hierher gekommen? Erzähl mal. Hä? Er weiß es nicht genau, er ist verängstigt. Okay. Aber okay. Er wurde zurückgelassen. Was? Und dann ist er hier aufgewacht? Oh mein Gott, dann, aber also... Komm, Charlie, lass uns hier rausgehen. Charlie, lass uns auf jeden Fall mal abhauen hier. Ich finde das hier ganz, ganz gruselig. Freunde, ich würde sagen, das sollte mit der heutigen Folge Roblox gewesen sein. Wenn es euch gefallen und ihr mehr Stories sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Story fandet. Fandet ihr diese Arcade-Story gruselig oder nicht? Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, Freunde. Ich hau wirklich jeden Tag ein Roblox-Video raus. Also abonniert mal den Kanal gratis, um kein Video zu verpassen. Du bist auch gerne, checkt gerne eins von den anderen beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag, bis dahin und ciao, ciao.